Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen zu Tag 16 von Vlogmas. Ach Leute, heute ist vielleicht ein wilder Tag. Gestern war meine Kamera kaputt. Ich glaube, ich habe sie wieder hingekriegt. Das ist nicht ich gesehen, sondern mein Freund, der gerade irgendwo mit der Katze rummacht. Und ja, es ist mittlerweile leider auch schon wieder nach 15 Uhr. Meine Frau kam halt schon relativ früh, da war ich gerade mal kurz geduscht, muss mich dann noch fertig machen. Und dann waren wir zusammen beim Arzt. Und also ich war dann da bei einer neuen Ärztin, die war sehr freundlich. Richtig weiterkommen sie bis jetzt nicht, aber sie hat Ernährungsberatung empfohlen. Aber sie war auch sehr verständnisvoll bezüglich Anorexie und so, also eine wirklich gute Ärztin. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, Blut wurde abgenommen und so weiter. Hat eine Essenuntersuchung und alles. Und jetzt muss ich in die Apotheke, weil ich noch ein Medikament besorgen muss. Mein Freund wird wahrscheinlich mitkommen, denke ich mal. Dann muss ich noch mein Video schneiden, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf gerade. Aber was muss, das muss. Danach werden wir... Wir wollten noch was kochen, vielleicht backen wir auch noch eine Kleinigkeit und haben einen schönen Tag zusammen. Honey! Yeah. Was hast du heute schon so Schönes gemacht? Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Wie war das Vorstellungsgespräch? War gut. War gut? Mhm. Es war wunderbar, hast du gesagt. Mhm. Guck mal, wie sie dich anguckt, sie findet sich ganz toll. Nicht wahr? Blut abnehmen. Und was machen wir jetzt, Baby? Gehen jetzt zur Apotheke. Und dann gehen wir zum Bioladen. Vielleicht, wenn wir noch was brauchen. Vielleicht gehen wir auch zu Lidl. Nee, zu Lidl gehen wir auf jeden Fall nicht. Das ist sehr weit weg. Wir gehen zu Penny. Nee, auch das ist sehr, sehr weit weg. So, wir haben gerade gekocht. Und ach, ich sehe schon, die Kamera hat, glaube ich, nicht mehr diese Probleme. Es ist leider ziemlich angebrannt, weil wir ein bisschen abgelenkt waren. Es gibt aber wieder Zwinker, Reis. Zwinker. Zwinker, zwinker. Es gibt wieder Reis mit einem vegetarischen Backfisch. Und wieder der Soße aus Feta und Champignons und Paprika. Die Paprika ist aus dem Bioladen. Und jetzt gucken wir uns Teil 2 von der Penny-Doku an. Genau, Baby, freust du dich? Ja. Ja? Ich freue mich jetzt auch drauf. So, hello. Ich habe mich gerade schon abgeschminkt. Kann sein, dass ich ein bisschen verschmiert bin. Ich bin ganz happy, dass meine Kamera funktioniert. Ich habe heute echt wenig mitgevloggt, weil auch irgendwie der Tag so voll war und weil ich so viel zu tun hatte und so nichts Spannendes passiert. Und auch weil die Kamera heute Morgen wieder noch kaputt war, das war echt ein bisschen nervig. Morgen wird es hoffentlich wieder besser. Wie gesagt, schreibt mir auch immer super gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet oder worüber ich sprechen soll. Aber jetzt wollte ich noch schnell, damit der Vlog auch nicht völlig leer ist, und wir werden heute früh ins Bett gehen, auf einen Kommentar eingehen, das ich bekommen habe. Und zwar ging es darum, dass mir jemand geschrieben hat unter einem Video, wenn ich das essen würde, was ich essen möchte und immer essen würde, dann, wenn ich an Essen denke und essen möchte, dann würde ich zu viele Kalorien essen, viel zu viele und ich würde auch zunehmen, oder nicht? Und dazu möchte ich jetzt nochmal was sagen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das man nicht oft genug besprechen kann. Und zwar, ja, ich bin ja sehr dafür, für intuitives Essen, dafür auch dem Extremhunger nachzugeben und auch dafür, dass man einfach immer, wenn man Hunger hat oder Appetit, dass man immer dann isst. Dass man so viel isst, wie man möchte, dass man das isst, was man möchte. Und natürlich ist da ein Anliegen bei vielen Leuten die größte Angst oder eben auch eben der Gedanke, wenn ich alles esse, was ich möchte und immer dann esse, wenn ich möchte, dann werde ich doch total dick und esse viel zu viel. Aber ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dass man eben von dieser Angst einfach mal runterkommt und da würde ich halt wirklich empfehlen, es auszuprobieren, weil nur so wird man es wirklich merken. Denn, was ist denn die Alternative? Es ist zu essen, was man möchte und zu essen, wann man will. Die Alternative ist, dass man sich immer an irgendwelche Pläne hält, sich immer irgendwie zurückhält und sein ganzes Leben irgendwie am Diäten ist, was am Ende wahrscheinlich niemals zum Erfolg führt, weil man ist niemals wirklich zufrieden und schränkt sich immer ein. Was dann natürlich auch wieder zu Fressanfällen führen kann, was auch noch ganz anders enden kann, mit einer viel größeren Gewichtszunahme, aber ich meine, man möchte sich jetzt sein ganzes Leben irgendwie einschränken und irgendwelche Pläne halten oder sonst was. Das kann auch nicht gut sein oder gesund für den Körper. Also die Alternative ist schon mal eigentlich raus. Das kann man irgendwie auch sein ganzes Leben lang nicht durchziehen und ist auch auf jeden Fall nicht schön oder angenehm. Da bleibt ja eigentlich nur auf seinen Körper zu hören. Und ich meine, eigentlich tun wir das ja alle, weil ich meine, die Leute vor, weiß ich nicht, 1000 Jahren haben wir schon auch nicht gedacht, so, oh, ich glaube, ich track jetzt mal meine Kalorien. Und ja, das war einfach natürlich, auf seinen Instinkt zu hören, was und wie man essen sollte. Und genauso machen sie auch Babys oder kleine Kinder. Ich meine, natürlich, kleine Kinder orientieren sich auch daran, was man ihnen gibt und was man ihnen vorlebt, was sie essen können. Aber ja, ein Kind ist das, was es möchte und so viel, wie es davon möchte, wenn man eben es ihm anbietet, je nachdem. Natürlich ist klar, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber natürlich würde keiner selben, wenn sich nicht 8-jährigen Kind sagen, keine Ahnung, der Schokoriegel macht dich jetzt aber dick oder sowas.
Und ich zum Beispiel hatte auch als Kind eigentlich immer Zugang zu allem. Also ich hatte Zugang zu so viel Schokolade, ich essen wollte. Und klar habe ich auch mal eine Tafel Schokolade gegessen abends, ist es vorgekommen. Also jetzt nicht unbedingt als kleines Kind, da war ich schon ein bisschen älter. Aber ich hatte eigentlich wirklich immer, auch als Kind schon, Zugang zu vielen Süßigkeiten, wenn ich das wollte. Aber ich habe eben auch immer vorgelegt bekommen, Obst zu essen, Gemüse zu essen, Joghurt und so weiter. Und ich hatte als Kind nie ein Gewichtsproblem und habe da immer ganz intuitiv gegessen, was ich wollte. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht und gedacht, oh, wenn ich jetzt aber die Schokolade esse, wäre ich viel zu fett oder so. Ich glaube, der Grund, warum wir das denken, liegt daran, dass wir schon viel zu lange in so einem Muster leben, in dem wir uns Sachen halt verbieten. Und umso mehr wir uns das verbieten, umso mehr wollen wir es ja auch. Wenn wir uns das zum Beispiel ganz viel Fastfood verbieten, wollen wir das alles essen. Aber wenn wir wieder Fastfood essen würden, uns das erlauben würden, Beispiel jetzt, würden wir nicht mehr jeden Tag zu irgendeinem anderen Fastfood-Restaurant gehen wollen, sondern würde es uns einfach auch irgendwann reichen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn man etwas so sehr will, dass man glaubt, dass es den Rahmen sprengen würde, oder in so einer großen Menge, dann hat man das sich aber schon viel zu lange verboten, damit dieser Hyper erst entstehen kann. Und klar würde man anfangs wahrscheinlich über seinen Bedarf essen, wenn man sich alles erlauben würde. Aber das ist eben was, was sich einpendeln würde. Und es ist natürlich möglich, dass man davon zunimmt. Aber ich muss auch sagen, nachdem ich teilweise eben auch noch mal ein bisschen mehr losgelassen hatte und einfach auch deutlich mehr Kalorien zu mir genommen hatte, habe ich überhaupt nicht zugenommen. Ich kann das Video gerne nochmal noch in der Infobox verlinken. Oder habe ich dazu explizit ein Video gemacht? Auf jeden Fall auch darüber, dass ich mich weniger bewegt habe. Und habe ich dann auch unterm Strich mehr Kalorien zu mir genommen, als ich verbrannt habe. Oder auf jeden Fall mehr als vorher. Und da hat sich auch gar nichts an meinem Körper verändert. Das ist auch total individuell, was euer Körper braucht. Und ich glaube auch nach meinem Setpoint-Gewicht, verlinke ich euch mal in der Infobox Video zum Setpoint-Gewicht. Und ich glaube daran, dass wenn man seinem Körper alles zur Auswahl gibt, was es gibt halt, dass er dann die richtige Entscheidung treffen wird. Klar, anfangs, wenn man sich lange was verboten hat, kann es natürlich schon passieren, dass man auch viel Sachen isst, die jetzt vielleicht sehr, sehr zuckerhaltig sind, sehr kalorienhaltig, fetthaltig etc. Aber wenn man sich nicht mehr verbietet, sollte es schon nach einer Weile dazu kommen, dass sich das einpendelt in ein richtig gesundes Maß, wo man einfach endlich intuitiv essen kann. Das war zumindest bei mir so. Ich hatte einen extremen Hunger, da habe ich anfangs wirklich teilweise 4 Tafeln Schokolade gegessen oder noch mehr. Über 3000 Kalorien jeden Tag und jetzt habe ich dieses Problem gar nicht mehr. Ich erlaube mir, alles zu essen. Und klar ist auch ein bisschen mehr Schokolade dabei, aber an so vielen Tagen esse ich gar keine, weil ich gar keine Lust drauf habe. Und ich glaube, an so einen Punkt zu kommen, was natürlich sehr erstrebenswert ist, kommt man nur, wenn man sich alles erlaubt. Das denke ich darüber. Falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Darauf kann ich sehr gerne eingehen. Ist auch schon ein bisschen spät, also ich bin noch ein bisschen verplant. Hey, Honey. Hi, Honey. Und ja, dann machen wir das Bett fertig und gehen ins Bett. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich würde mich immer selber einen Daumen nach oben und mich kitzeln. Das ist immer ein Kommentar. Voll. Ist sie nicht süß? Oh. Ja, über ein Abo freue ich mich immer ganz besonders. Und es wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.